2 Jahre später. Ich muss sagen, das war eben das bedrückendste Intro, das ich je gesehen habe. Ja, unser kleiner Sean. Hey Sean. Hey Dad. Es nimmt ihn immer noch sehr mit. Ich kann es verstehen. Naja, dann wollen wir mal ab nach Hause. Erstmal anschnallen. Spiegel einstellen. Geil einlegen. Und ab dafür. Offenbar wohnen wir nicht mehr in einem prächtigen Haus. Was steht denn auf dem Plan für heute? Zu reden? Also, willst du ein bisschen reden? Worüber denn? Ja, über dich, deine Freunde, wie alles läuft. Es ist alles wie immer. Was macht die Schule? Wie läuft's in der Schule? Ist dein Lehrer nett? Alles bestens, Dad. Na gut. Nee. Grace hat Sean am Wochenende. Er scheint es kaum abwarten zu können, wieder bei ihr zu sein. Offenbar haben die beiden sich nach dem Tod von Jason geschieden. 14:30 Snack, 6 Uhr Hausaufgaben, 7 Uhr Dinner und 8 Uhr ins Bett. Wie spät haben wir es denn? Wie spät haben wir es denn? Wie viel? 4.30 Uhr? Ein Snack. Wolltest du Snack? Möchtest du vielleicht was essen? Hast du Hunger? Ich glaube schon, ein bisschen. Mal sehen, was die Küche so hergibt. Na, was haben wir denn da so? Ach nee, komm. Ich brauche erstmal ein Bier. Ja. So, was haben wir denn so? Wo kriegen wir einen Snack her? Tüte Chips? Ach. Nee. Na, für einen Snack ist es jetzt auch eigentlich schon zu spät, aber naja. Kriegst du die Tüte Chips? Was guckst du da eigentlich? Hier schon. Was zu essen. Danke, Dad.
ist das für ein Quatsch? Hä? Irgendwie ein bisschen sehr abgedreht. Naja, was kam jetzt? Ich glaube Hausaufgaben. Um 6. Uhr sagt 5:30. Na gut. Sollen wir vielleicht ein bisschen zusammen spielen? Ich würde lieber Fernsehen schauen. Na gut, wenn du meinst. Warum hast du es ausgemacht? Das ist meine Lieblingssendung. Mach es bitte wieder an. Ja, ja, schon gut. Sorry. Inkonsequent. Nee, nee. Steht irgendwas in der Zeitung? Was Wichtiges? Der Origami-Killer schlägt wieder zu. Siebtes Opfer identifiziert. Die Polizei hat bestätigt, dass die Vorgehensweise auf dem Origami-Killer zurückzuführen ist. Bist du krank? Bestimmt eine Erkältung. Ich schau mal, ob ich die Medizin wieder finde. Mal wo? Haben wir hier irgendwas? Wo hat der Medizin? Da ist der Teddy. Okay. Kleines Medizinschränkchen hier irgendwo. Perspektivwechsel. Ne, hier haben wir so nichts. Okay. Aber ich meine, es wird Zeit für die Hausaufgaben. Um 6 Uhr. Hausaufgaben machen. Wie steht's mit den Hausaufgaben? Bitte, Dad. Ich möchte jetzt noch ein bisschen Fernsehen. Wir machen sie später, okay? Nein, du machst sie jetzt. Ich denke, wir sollten gleich damit anfangen, dann haben wir es aus dem Weg. Okay, hol deine Tasche und dann ab in die Küche. Ich helfe dir. So. Dann setzen wir uns doch mal. So setze ich da hin, dann setze ich mich hier hin. Nee. Doch dahin. Na gut. Dann mach mal. Der Junge ist voll fertig. Was sagt die Uhr? 6:30. Sagen die Gedanken? Ich glaube, im Badezimmerschrank sind Medikamente. Dann gehe ich mal eben welche holen. Der schafft das schon alleine. Ist ein kluger Bursche. Dad, ich bin fertig. Kann ich jetzt fernsehen? Warte. Warte. Ah, hier ist das Bad. Wunderbar. Badezimmerschrank. Badezimmerschrank? Wo ist denn hier?
Toilette, Licht. Soll ich erstmal das Licht anmachen, damit ich was sehen kann, oder wie? Ah. So. Haben wir da irgendwas? Im Badezimmerschrank sind Medikamente. Es ist Essenszeit. Ich mache lieber für Sean etwas. Ja, dann eben nicht. Licht, was lassen wir an? Das sind ja die Stromverschwender von Deans. Und ja, meinetwegen kannst du jetzt. Na! So. Hunger? Oh Mann, ey. Was für eine bedrückende Stimmung. Muss man ja schon mal sagen. Na, ah, ich sollte mal lieber was kochen. Kann ich mit dem reden? Abendessen? Möchtest du dein Abendessen? Oh ja, ich habe großen Hunger. Gut, ich schau mal, was ich finde. Ich rufe dich, wenn es soweit ist. So, was haben wir denn da? Chicken oder Pizza? Ich persönlich bin für Pizza. Das war's dann auch schon. So. Das Gedöns muss jetzt noch irgendwie warm gemacht werden. Dazu nehmen wir mal die obligatorische Mikrowelle. So. Das ging ja schnell. Der ist immer noch krank.